können wir das wirklich brauchen. Naja. Hält sich in Grenzen. Na gut, wir wollen in den nächsten Raum. Und zwar 15, waren wir noch nicht. Gehen wir nach 15. Warum ist es trotz Fackellicht also so dunkel? Weil hier garstige Zombies sind. Keine Karte. Du bist garantiert eine Geheimwand. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Also mehr oder minder geheim. Das tut irgendwie weh. Das im Licht irritiert mich jetzt aber doch ein wenig, dass wir trotz Fackellicht nicht so weit gucken können. Du bist verdächtig. Ja, Wasser hochlaufen. Nö, das muss dann irgendwo oben oder unten sein. Oben. Kaputt. Können wir das wirklich brauchen? Und wieder so ein komisches Abzugsdingens. Aber hier ist nichts. Also ich hätte echt schon gerne die Laterne oder Lampe oder was auch immer das sein soll, bevor wir nach Hause gehen und Lay wachrütteln. Wie viele Erfahrungspunkte verpasst sie eigentlich gerade so? Nichts. Okay. Dann kann ich damit leben. Ganz so wichtig ist sie ja noch nicht als Priesterin. Solange wir noch Heiltränke haben. Und gegen Gift und gegen Trank und gegen Krankheit und was weiß ich. Random in Türen springen. Oh. Wir sind in 14. 8, 12, 15. Warum komme ich nie zu den Gängen, wo wir rauskommen? 2. Na gut, gehen wir zu 2. Hier waren wir schon, aber haben wir nicht zu Ende gemacht. Ach stimmt, wegen den ganzen Zombies. Das könnten wir mal machen. Also können wir die ganzen Leichen hier aufsammeln. Was zaubert da hinten? Ach so, das wird so eine Blitzratte sein. Und die Zombies kämpfen gegen die Ratten. Das ist ja auch mal nett. Aber ich denke irgendwie, die Zombies werden gewinnen. Weh. Oh, oh, oh. Lass uns mal einen richtigen Kampf suchen. Weg, 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 weg. Lachhaft. Das ist mit der garstigste Raum bisher. Also mit das garstigste Hügelgrab. Sind ja alles einzelne Gräber. Du. Licht. Oh. Einer ist hier noch. Da, genau, du. So. Gold. Da ist ein Verbindungsstück. Ah, wir haben viel zu viel Mana ausgegeben. Ich ziehe mich erstmal taktisch zurück. Ja, weit genug. Zwei Nahrung haben wir noch. Okay, wir haben noch zwei Nahrung so und zig Dutzend Äpfel. Die wir ja auch mal anknabbern könnten. Au, 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 das wollte ich gar nicht. Ups. Ups. Es ist mir so rausgerutscht. Ich habe nur Kisten gesehen und habe Leertaste gedrückt. Heil mal bitte alle. So. So, und auch die Gelähmte, die sich gar nicht wehren konnten, als auf die Truhen zugelaufen sind. So. Also, erst Gegner töten. Welche haben wir jetzt ausgelöst? Ich denke mal die in der Mitte. Na gut, fangen wir rechts an. Ups. Rüstung sind heil geblieben. Hm, alle Heiltränke jetzt verballern? Achso, sind eh nur billige, okay. Ja, die können eh alle weg. In ein, zwei Leveln werden die so wenig für uns heilen, dass das vernachlässigbar ist.
So. 5. Ja. Heilung, 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 Heilung. Schade, dass wir die Flaschen nicht zurückbekommen. Glaube ich zumindest. Du hast 3, 4 leere Flaschen. 1, 2, 3. Immer noch 4 leere Flaschen. Ja, nö, kriegen wir keine Flaschen zurück. So. Ja, ist okay. Brauchen wir wirklich noch keinen Platz? Hier habe ich keinen Platz. Kein Platz. Können wir das wirklich brauchen? Platzprobleme, okay. Oh, und die Laterne des heiligen Lichts. Sehr schön. Jetzt können wir echt nach Hause. Oh! Mein Fehler. Und wir sollten auch nach Hause. So, was haben wir drin? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Luftresistenz plus 4. Hm. Können wir das wirklich brauchen? Kein Platz. Dafür habe ich keinen Platz. Kein Platz. So. Es gab ja noch einen Hochgang, den würde ich mir gerne angucken. Damit wir auch dieses Gewölbe hier abhaken können von unserer noch nicht vorhandenen Liste. Das heißt, wenn wir in einen Hügelgrab reinkommen und wir sehen, es ist alles grün, also keine Gegner in der Nähe, dann wissen wir, das tut irgendwie weh. Da haben wir schon aufgeräumt. Wo ist der Zombie? Die lauern alle hinter der Ecke, ich weiß genau. Jo. Einer tot, zwei tot, drei tot. Und alles grün. Sehr schön. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Schick plus 2, nö. Das war's. Keine Geheimnisse mehr? Nee. Okay. Jetzt werden wir wirklich aktiv versuchen rauszukommen und uns nicht alle Nase lang ablenken lassen. Links rum hoch. Okay, erstmal schlafen. So. Dann Licht. Dann Zauberauge. Dann raus hier und zwar nach 11, 13, 14, 5. 5 ist relativ nah an zu Hause. Nur weiß ich nicht von 5 aus weiter. Wir hatten unten rechts versucht, das ist falsch. Das bringt uns nicht zu 9. Nehmen wir mal oben rechts von 5 aus. Oh, sehr schön. Oben rechts von 5 ist 9. Jetzt können wir raus. Freiheit. Guti. Wir sind sogar an der richtigen Stelle. Das heißt, wir können jetzt hier einfach runterrutschen. Dann gehen wir in die Taverne, holen uns ein bisschen was zu essen. Damit wir auf dem Weg nach Norden nicht vor uns hin vegetieren. Also, man muss es eigentlich nicht machen. Wir könnten jetzt auch rübergehen, dann kommen unsere Helden auf der anderen Seite halt müde an, weil sie kein zu essen hatten. Was kann ich euch Steinsuppe? Aber das nichts Besseres. Muss ja nicht sein, hm? Lords von Harmondale sollten nicht unbedingt hungern müssen. Schon gar nicht mit 51.000 Gold in der Tasche. Was übrigens sehr interessant aussehen muss. Ein Typ in der Plattenrüstung und 3 Damen und alle mit Beuteln voll mit Gold. Also wirklich überall. Über die Schulter, unter den Armen, in den Kniekehlen, überall. Und das wird später noch mehr. Aber ja, wir wollen jetzt was genau machen? Genau, wir wollen zur Kirche in Harmondale selbst. Da wollen wir die Laterne abgeben. Zu dem Mönch müssen wir gar nicht zu ihm hier. Und wir könnten netterweise mal Hallo sagen. Meister, vor euch liegt eine Gabelung in eurem Weg. Nur dann werde ich euch ausbilden, wenn ihr entschieden habt, den hellen Weg zu gehen. Ja, das dauert noch ein bisschen. Aber interessant, dass derselbe Lehrer, der uns von der ersten auf die zweite Stufe gebracht hat, auch von der zweiten auf die dritte bringen kann. Also jedenfalls den hellen Weg. Allgemein, es gibt für jede Klasse eine Aufstiegsklasse. Und danach kann man von der zweiten zur dritten zwischen 2 Klassen wählen. Je nachdem, ob man gut oder böse ist. Und er hier hinten wäre halt für den guten Pfad gewesen. Keine neuen Goblins da? Alles ruhig. So, also nochmal. Wir gehen zur Kirche, geben die Laterne ab und gehen dann in die Ausbildungshalle.
Oh, und wo wir in der Kirche sind, sollten wir auch gleich mal Lei heilen. Das wäre doch recht praktisch. Und Sachen verkaufen sollte Lei dann auch später. Oh ja, erstmal Kirche. Die war hier vorne irgendwo. Trainingshalle, Kirche. Nicht wieder das Blumenbeet laufen, so. Wir sollten später wiederkommen. Ist ja schlimmer als in Real Life. Da will man mal in die Kirche gehen und die haben zu. Sowas gab es früher nicht. Bis Sonnenaufgang. So. Ihr braucht unsere heilenden Heilen, 75. Auftrag. Ich danke euch, Herren von Harmondale. Die Rückkehr der Laterne wird unseren Glauben neu entfachen und es uns ermöglichen, unsere Dienste auch weiterhin anzubieten. Bitte nehmt diese Belohnung als Anerkennung und Zeichen unserer Dankbarkeit. Vorsicht auf euren Wegen. Und Erfahrungspunkte. Gucken wir, wie viele Stufen wir bekommen. Also eine auf jeden Fall wegen Mönchsausbildung. Ihr wollt ausgebildet werden. So ist es richtig. Zwei Stück. So ist es richtig. So ist es richtig. So ist es richtig. Sogar auch Malay, die normalerweise immer mit einem Punkt hinterherhängt oder so. Sonst nichts. Okay. Jetzt verkaufen. Ganz viel verkaufen. Kann ich euch helfen? Verkaufen. Das, 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 das. Das, das. Ich weiß nicht, was das ist. Das muss identifiziert werden. Dann sollten wir erstmal zum Rüstungshändler. Auf Wiedersehen. Weil die Rüstung ja doch ziemlich viel Platz wegnehmen. Guten Tag. So, verkaufen. So. Danke. Rüstung, 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 Rüstung. Rüstung, das zählt glaube ich nicht als Rüstung. Oh, hat immer noch Platz. Platz mehr. Okay. So. Guten Tag. Verkaufen. Danke. Kurz nach nebenan. Guten Tag. Darf ich helfen? Danke. So, was haben wir noch alles? Hüte, Dolch, den Hut nicht. Noch mehr Waffen. Ein oller Stab, ganz viele Gürtel. Hammer. Können wir das wirklich brauchen? Ringe können auch weg. Die Dinger. Sollten wir eigentlich modifizieren, aber. Du kannst weg. Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Können wir das wirklich kannst auch weg. Hör mal, ich weiß das nicht. So. Guten Tag. Darf ich helfen? 57.000. Langsam? Ja, doch, die Zaubersprüche kosten sehr viel. Ich wollte gerade sagen, langsam haben wir nichts mehr, was wir kaufen könnten, aber das stimmt nicht. Stimmt absolut danke, nicht. Bis dann. Kinkerlitzchen hier. Kann ich euch helfen? Geht nicht, okay. Fluch entfernen. Nö, das behalten wir mal. Und wir würden gerne wissen, was das hier alles ist. Feenstab des Eises. Stab des Feuers. 41 Ladungen. Der hier hat gar keine Ladung. Unendlich Ladung? Das fände ich komisch. Aber okay. Vielen Dank. Probier mal. Du kriegst jetzt das. Du. Ja, die haben Ladung. Nee, nee, nee. Die werden nur Notfall verteilt. So, und Talana geht jetzt irgendwo hin, wo garantiert keine Dorfbewohner sind. Und probiert den Zauberstab aus. Machen wir am besten bei uns im Schloss. Noch haben wir keine Bediensteten oder dergleichen. Also außer dem Butler, der eigentlich die ganze Zeit in der Taverne rumhängt. Was auch ein wenig dubios ist. Jo. So. Niemand drin. Überall sind Müllhaufen. Alles gut. Du. Das ist kein Eis. Das ist irgendwas Giftartiges. Keine Ladung. Sehr komisch. Achso, das verbraucht Mana. Das ist jetzt albern. Ja, nee. Gib mal den Stab, Gerugon.
Bei dir macht er was anderes.